Hallo ihr Lieben, eine Sache kreist mir immer wieder durch den Kopf und das muss ich jetzt einfach mal mit euch teilen. Und zwar, meine Welt ist, dass Manifestieren Realität ist. Das heißt, alles, worauf ich meinen Fokus lege, davon kreiere ich mehr. Dass wenn etwas ist in meinem Leben, was mir nicht gefällt, was mir nicht gut tut, dass ich darauf keinen Fokus mehr lege, da keine Energie mehr reingebe, sondern mich nur noch darauf konzentriere, was ich möchte. Es ist gut, diese Variation zu haben, damit ich weiß, was ich nicht möchte. Aber auch nur allein dafür schaue ich es mir einmal an und sage, nee, es fühlt sich nicht gut an, das ist nicht meine Wahrheit. Ich wähle neu, ich wähle. Für manche ist es ein neuer Job, dass man sich nicht darüber beschwert, wie beschissen gerade der Job ist, sondern sich ausschließlich wirklich einfühlt, wie fühlt es sich an, einen zufriedenstellenden Job zu leben. Wie fühlt es sich an, dieses Gefühl immer wieder generieren, immer wieder im Kopf haben, immer wieder den Fokus drauf legen. Weil dann hast du die richtige Richtung und du bekommst die richtigen Impulse dafür, dass du genau findest, also deinen richtigen Platz findest. Aber mit einer Sache kam ich immer wieder ins Hadern. Ich kann noch nicht einen Menschen in mein Leben manifestieren, weil es ist doch seine Entscheidung. Ich kann doch nicht mit Menschen sowas machen, mit Freunden, Partnern, alles was das Thema mit anderen Menschen angeht. Ich habe immer gesagt, da kann das nicht greifen, weil ich kann doch jemanden nicht dazu zwingen, mit mir zu sein, wenn er das gar nicht möchte. Und da habe ich eine ganz, ganz wichtige Sache gehört und für mich herausgefunden, dass das tatsächlich die Wahrheit ist und das ist magisch. Ich kann einen anderen Menschen nicht ändern, aber ich kann bestimmen, wie er sich in meinem Umkreis verhält. Und wenn das nicht in seinem Sinne ist, dann wird es ein anderer sein. Ich kann einen Menschen nicht ändern. Das heißt, wenn ich gerne einen bestimmten Menschen in meinem Leben habe, er sich aber nicht so verhält, wie ich mir das wünsche, ich kann diesen Menschen nicht verändern und es ist nie gut, jemandem zu sagen, wie er sich zu benehmen hat, wie er zu handeln hat, weil ich ihn ja in seinem Ausdruck eingrenze. Aber ich kann ganz genau visualisieren, wie eine Beziehung mit mir, ich meine jetzt einfach im Austausch mit mir, also es muss keine partnerschaftliche Beziehung sein, sondern im Austausch mit mir, wie die sich anfühlt. Respektvoll, mit Tiefgang, liebevoll, wertschätzend. Und darauf lege ich den Fokus. Wenn es im Moment nicht so ist, dann denke ich darüber nicht nach, dass das blöd ist, dass ich das so nicht haben will, dass das bescheuert ist. Der hat doch das und das und der hat jenes. Jeder Fokus darauf erschafft mehr davon. Das ist alles Energie. Das ist, so funktionieren wir. Wir sind einfach so magisch und machtvoll. Wir haben alles in der Hand. Aber wenn wir den Fokus auf die negativen Dinge legen, erschaffen wir mehr davon. Das ist einfach ein Gesetz. Das heißt, mehrmals am Tag, ich brauche immer meine kleinen Ruhepausen. Das ist einfach so. Und die nehme ich mir dann auch. Das ist einfach wertschätzend mir selbst gegenüber. Und immer wenn ich diesen Moment habe, ziehe ich mich kurz zurück und dann visualisiere ich das, was ich in meinem Leben haben möchte, weil es mir auch einfach gut tut. Weil wenn es sich gut anfühlt, ist es auch meine Wahrheit, dann ist es meine Bestimmung. Und dann schwelge ich auch da drin. Und das ist für mich wie dieser kleine Kurzurlaub am Tag. Und dann visualisiere ich mehrmals am Tag, wie ich mich fühlen möchte mit einem bestimmten Menschen, wie die Kommunikation ist mit einem bestimmten Menschen. Es ist völlig egal mit wem. Das kann ich auf alle Beziehungen, also alle Beziehungen projizieren. Und somit bestimmst du, wie ein anderer Mensch sich in deinem Umfeld verhält. Weil das ist dein Reich. Das ist dein Reich. Und da bestimmst du die Regeln. Du sagst es ihm nicht, darum geht es gar nicht. Weil ich finde, klar, man kann Grenzen kommunizieren, aber ich möchte nicht jemandem sagen, wie er sich mir gegenüber zu verhalten hat, wenn er gerade anders fühlt. Weil das ist einfach nicht. Ich möchte auch frei sein, mich auszudrücken. Ich möchte mich auch entschuldigen im Nachhinein, wenn es falsch war. Aber so lerne ich auch erst, was es heißt, sich zu entschuldigen, wenn ich auch einmal diese Grenze überschreite. Und da muss ich einfach auch frei bleiben. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber. Aber nur so lernen wir, wenn wir auch Fehler machen. Und ich wollte jetzt eigentlich nur rübergeben, ich kann einem Menschen nicht sagen, wie er sich zu verhalten hat. Aber ich kann ganz klar bestimmen, durch Manifestieren, visualisieren, wie sich jemand in meinem Umfeld zu verhalten hat, wenn er mit mir ist.
Und das ist Selbstliebe, das ist Selbstwert, das ist Selbstwertschätzung, dass ich ganz genau für mich klar habe. Und das habe ich für mich. Das sage ich nicht und halte nicht jedem den Zettel vor, welche Regeln er bei mir einzuhalten hat. Sondern dadurch, dass ich das immer wieder fokussiere, visualisiere, dann ist das für mich einfach ein inneres Gesetz. Und das ist dann meine innere Ausstrahlung, die ich nach außen schicke. Und jeder kann das lesen. Was ich schon mal gesagt habe, manche Menschen. Die haben eine Opfermentalität und du bist auch manchmal denkst du so, oh Mann, was habe ich da gesagt? Das tut man nicht. Aber einen inneren, das war ein innerer, du warst, ich kann es euch nicht sagen, es ist so ein innerer, du konntest nicht anders. Und dann gibt es Menschen, da würde dir das nie einfallen. Das sind die Menschen, die rein energetisch in ihrer Ausstrahlung gerade stehen, ganz klaren Selbstwert haben und die sagen dir nicht von vornherein, wie du mit denen umzugehen hast. Sondern es passiert automatisch. Und diese Erkenntnis, du kannst einen Menschen nicht verändern, aber du kannst bestimmen, wie er sich in deinem Umfeld aufhält, indem du ganz klar für dich hast, wie das aussieht. Aber man muss es auch immer wieder im Kopf, man muss es immer wieder visualisieren, immer wieder, wenn es jetzt noch nicht so ist, immer wieder einen ganz klaren Fokus darauf haben. Und es ist magisch. Und somit funktioniert das Thema Manifestieren, Macht der Gedanken. Auch im Thema Beziehung. Das war etwas, wo ich wirklich lange überlegt habe, wie kommt das zusammen? Aber jetzt habe ich es verstanden. Ja, ich hoffe, ich konnte das jetzt gut rüberbringen. Es ist gar nicht so einfach, aber das war echt eine wichtige Erkenntnis für mich. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt, muss ich ehrlich zugeben. Weil das auch ein bisschen konträr läuft zu manch anderer vielen Gedanken, die sagen, du musst dich so verhalten, du musst dich so verhalten und du darfst da nicht und du darfst hier nicht und das ist respektlos und dieses und jenes. Aber ich finde, es ist alles, liegt es an uns, indem wir das ausstrahlen, wie Menschen mit uns umgehen. Das liegt immer an uns, weil ich bin ja völlig machtlos und hilflos, wenn ich erwarte, dass jeder auf die und die und die Art und Weise mit mir umgeht. So bin ich diesen Umständen noch immer ausgeliefert und das ist für mich nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Ich bin niemals irgendwelchen Umständen ausgeliefert. Wenn so etwas passiert, habe ich in mir etwas noch nicht geklärt und es liegt an mir, das zu klären. Und das macht einen bewussten Menschen aus von einem unbewussten Menschen. In der Hinsicht, dass ich mir selber meine Trigger anschaue, dass ich selber schaue, wo ich falsche Gedanken über mich habe, dass ich es nicht wert bin, dass jemand respektvoll mit mir umgeht. Doch, ich bin es wert, aber das muss ich mir auch ganz klar bewusst werden. Das muss ich ganz klar in meinem energetischen Stempel verankert haben. Es ist mein Job. Es ist mein Job. Meinen energetischen Stempel richtig auszurichten. Und so wird sich alles im Außen ausgleichen, weil wenn ich in Harmonie bin, weil ich meine Trigger gelöst habe, dann ist mein Energiefeld auch völlig harmonisch. Und wenn ich das Energiefeld eines anderen berühre, gleiche ich ihn damit auch aus. Und er ist dadurch so viel ruhiger auch mit einem selbst. Du spürst es selber, wenn du mit einem Menschen zusammen bist, der innerlich total in Harmonie und Frieden ist. Es bringt dich automatisch, gleicht dich das genauso aus und du kommst in eine ganz friedvolle Stimmung. Und wenn jemand doch sehr noch im Ego ist, noch sehr viele Themen hat, sehr viel falsche Gedanken glaubt, oh, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug, dann hast du innerlich so eine Unruhe und so entsteht auch Streit. Ich bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Aber das für mich herausgefunden zu haben, bringt mir unglaublich viel Macht. Also Macht meine ich, Macht ist ein doofes Wort, Kraft. Kraft, ich habe immer alles in der Hand. Immer, 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 immer. Wie etwas in meinem Leben erscheint, wie etwas in meinem Leben ist, wie Menschen in meinem Leben umgehen. Ich gebe nicht mehr meine Macht ab, indem ich sage, ja, aber der hat nicht, aber der macht nicht und der tut nicht. Das ist deren Baustelle, das ist deren Angelegenheiten. Da habe ich überhaupt gar nicht drin rumzufuschen. Niemals. Niemals. Jeder tut zum besten Zeitpunkt das Allerbeste. Und wenn der andere es noch nicht kann, dann gebe ich ihm alle Zeit der Welt, gebe ich ihm alle Möglichkeiten, auch seine Themen zu heilen. Und ist nicht meine Baustelle, geht mich nichts an, aber meinem Energiefeld bestimme ich, indem ich mir klar darüber bin, wo mein Selbstwert ist, dass ich gerade stehe, dass ich ausgeglichen bin. Da passiert automatisch, dass alle Menschen darauf resonieren, dass sie auch entspannt sind und wertschätzend sind. Ja, das zum Montag. Eine schöne Woche wünsche ich euch. Bis dann.